No, 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 no! Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Ich habe hier ja meine Baumeister-Ranglisten von Leuten, die ich mal geedit habe. Einer davon, den ich schon sehr lange drin habe, weil der mir gleich von Beginn an gut aufgefallen ist, so gute Level gemacht hat, ist Bär24. Von dem habe ich schon das ein oder andere Level gespielt. Er hat aber auch ein paar Troll-Level gemacht. Die habe ich mir allerdings aufgespart, für den Fall, dass ich einfach mal wieder Lust auf diese Art von Level habe. Ich hoffe, es sind die von der guten Sorte, die wir schon ein, zwei Mal gesehen haben. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber die Beschreibung lügt. Nein, der Titel lügt. Oh mein Gott, man kann nicht wissen, wer die Wahrheit sagt. Es gibt doch auch diesen Satz, dieses Spielchen, wenn jemand sagt, alles, was ich sage, ist gelogen. Dann kann das ja nicht sein, denn wenn er immer lügen würde, dann wäre das ja auch gelogen. Wenn es aber wahr wäre, wäre es nicht wahr, sondern gelogen. Da dreht sich das Hirn um. Moment, ich mach mal kurz die Kommentare aus. Wird doch ein bisschen zu viel los hier. Okay, war das jetzt eine gute Idee, diesen Pilz einzusammeln? In einem Troll-Level ja normalerweise nicht. Also der Block, so gut er auch markiert ist, scheint erstmal nicht so wichtig zu sein. Ach, ich glaube, ich verstehe. Ich darf den Pilz nicht einsammeln, ja. Sonst kann ich nämlich nicht verhindern, diesen Block kaputt zu machen und habe keine andere Wahl, als mich selbst umzubringen. Okidoki. Das war ja ein... Moment, ich will mich beeilen. Ein sanfter Start. Okay, es geht denn da oben alles ab, ey. Wie sich die Kanone hin und her bewegt. Also gut, der Mancher war... No, der Mancher war doch eindeutig auf der anderen Seite. Wie hat er das denn gemacht? Ist das ein anderer Bereich? Oh! Ich liebe diese fallenden, unsichtbaren Blöcke. Die erwischen deinen immer genau dann, wenn man schnell machen will. Ja, wenn man glaubt, man kann allen Trolls auf die schnelle Art und Weise ausweichen. Jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Man kann es nicht sagen, ob es der gleiche Bereich ist, weil man den Anfang nicht sehen kann. Naja, auf jeden Fall soll ich wohl hier hoch. Was ist mit der Bombe? Man weiß es nicht. Vielleicht später irgendwas. Oh oh! Okay. Ich denke, ich habe hier alles richtig gemacht. Oh. Okay, das war relativ offensichtlich, dass hier irgendwas kommen muss. Hey, ich lebe noch. Ich lebe noch, aber man kann nicht in Röhren rein, wenn sie zur Hälfte blockiert sind. Das ist ein Unterschied zum Mario Maker 1. Das geht nicht mehr. Der lässt aber auch auf sich warten. Moment mal, muss ich hier... Ach, erst wenn man hier springt, wird er überhaupt aktiviert. Da explodiert irgendwas offscreen. Man kann es ganz, ganz leise hören. Ich bleibe stehen. Bleibe stehen. Ah, vielleicht doch nicht. Ich dachte, man soll so lange in den Sägen stehen bleiben, bis irgendwas passiert. Ey! Geht das? Okay, das geht jedes Mal wieder zu. Aber wenn es schon zu ist, dann passiert nichts. Das ist ja merkwürdig. Ha. Wie kriege ich das denn auf? Das ist ja der Troll des Jahrhunderts. Nee, krieg das nicht hin. Hä? Nee. Was? Okay, jetzt ist es offen. Ich habe nichts anders gemacht. Aber auf einmal hat es funktioniert. Da ist ein Checkpoint. Was hindert mich? Nichts hindert mich. Nichts hindert mich. Aber in Troll-Leveln, da bedeutet es ja manchmal gar nicht viel, dass man den Checkpoint eingesammelt hat, weil man irgendwann darauf wieder zurückgeführt wird, wenn man den zweiten schon hatte. Okay. ich verstehe nicht. Wie hätte mich das erwischen sollen? Da hätte ja der Schalter, bevor ich durch die Tür gegangen wäre, nochmal umgedreht werden müssen, damit dieser Kettenhund erscheint. Nee, die Münzspur war falsch. Nein, sie war richtig. Sie hatte nur einen Knick. Oh, Leute. Für alle, die sich fragen, ne, in Super Mario Bros. 1 kann man keine Items aufnehmen. Ich bin nicht dumm. Wenn man hier nicht durchgeht, dann steckt man fest. Ach du meine Güte, was ist das denn? Soll ich den Schalter überhaupt aktivieren? Ich meine, damit mache ich mir doch nur selbst den Weg zu. Ja, wenn dieser Mancher darüber geht, das will ich doch nicht.
Wo kam denn jetzt dieser Fisch her? Also ich lasse das lieber mal so. Bestimmt ist hier noch irgendwas Cooles versteckt. Nein? Nichts, was den Schalter von selbst aktiviert? Natürlich nicht, ich bin einfach nur dämlich. Ich aktiviere das Ding und renne durch, bevor der Muncher dicht macht. Also manchmal... Wenn das Level schon nicht hinkriegt, einzutrollen, dann muss man es halt selber machen. So in etwa. Also hier schnell sein. Oder hängt der sogar mit dem Schalter zusammen? Der hängt mit dem Schalter zusammen. Ich verstehe. Man wird also so oder so aufs Korn genommen. Aha. Ist hier drin? Ich weiß nicht. Also die Bombe ist der offensichtliche Weg. Das Trampolin kam erst nach einer Weile. Ich weiß aber nicht, wie einen das wegschleudert, wenn das da zwei ineinander verkeilte sind. Oh Gott, hier sind Münzen. Das ist garantiert nicht der richtige Weg. Das war ja klar. Aber komme ich nicht nochmal zurück? Ach so. Nö. Autsch. Soll ich das trotzdem öffnen? Nee, ich lasse es mal. Man kann da drüber laufen, ohne dass es in irgendeiner Form mit einem interagiert. Das ist ja super merkwürdig. No, 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 no! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das Ding ist weg. Ich meine, das Ding fällt ins Wasser. Also es fällt da vorne. Das ist schon mal sehr komisch. Und auch jetzt möchte ich mich nicht da hinstellen, sondern weitergehen. Immer schön weitergehen. Ich kann das Ding nicht aufnehmen. Jetzt ist ja die Frage, soll ich mich reinsetzen oder soll ich diesen Fragezeichenblock aktivieren? Ich setze mich lieber rein. Wieso? Jetzt sehe ich's. Da ist, glaube ich, ein Wolkenblock dahinter. Also jeder Bereich macht mich ein bisschen mehr fertig als der vorherige. Klappt das überhaupt? Das ist alles. Das ist alles, was man hier tun muss. Aber der Aufbau lockt einen wirklich in die Falle. No! Wieso stelle ich mich ausgerechnet dahin? Also soll ich einfach mal versuchen zu rennen? Oh, was muss ich tun? Checkpoint! Checkpoint! 200 Millisekunden später, tot. Aber egal. Ich hab ihn. Weiß auch nicht, was mich daran hätte hindern sollen. Ich war kurz irritiert von diesem Oh. Aber das scheint ja anscheinend nicht so schlimm gewesen zu sein. Oh. Kommt man da dran vorbei? Nein! Einfach an allem vorbei. Ich trau dem nicht. Wetten, aus irgendeinem Grund geht's an dem jetzt doch vorbei? Manchmal ist das ja unterschiedlich, ob man links oder rechts an einem Gegner vorbeigeht. Aber in dem Fall eher nicht. Lass mich leben! Nein! Moment. Was? Ja. Oh mein Gott. Es gibt eine Möglichkeit, sich umzubringen. Das war klasse. Oh Gott, wie ich verarscht wurde. Also wo geht's als erstes hin? Da, wo sie steht. Da, wo sie steht, will ich hin. Geschafft. Und jetzt am besten sofort raus hier. Weil mehr ist in dem Raum ja eigentlich... Nicht passiert, da kommt Maulwurf raus. Und das ist es auch, was es bezwecken soll. Dass man Panik schiebt und verliert. Wie so oft. Muss erstmal treffen, dieses winzige Loch, während man auf dem Ding da balanciert. Was ich also wirklich tun will, ist dem Ding folgen, ne? Ja. Momentchen, was soll das bedeuten? Will ich da oben lang? No! Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Ach ja, es gibt keinen Grund, irgendwo anzuhalten. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht mehr. Lass mich nicht mehr verarschen. Moment mal. Da! Nein!
Ich hab's gesehen, dass einer falsch rum ist. Aber ich hab gedacht, es ist halt andersrum. Dass nur dieser eine nach unten feuert. Und ich dort sicher bin. Ja, das ist alles. Man wartet hier gemütlich, hat eigentlich überhaupt nichts zu befürchten. Was ist hier die Falle? No, ich wollte doch nur überlegen, ob ich den Pilz einsammeln muss oder nicht. Aber nein, soll man nicht. Den kann man wahrscheinlich nicht mal despawnen, ne. Dafür kommt man nicht weit genug zurück. Halleluja aber auch. Jetzt muss ich hier auch noch warten, bis ich gekillt werde. Und tschüss. Ich bin aber auch einfach ein bisschen zu neugierig. Insgeheim interessiert mich ja, was der Troll ist. Ich glaube, das ist mein Problem. Warum sollte ich den unteren Weg nehmen? Warum sollte ich das tun? Es sei denn, es handelt sich hier wieder um eine Nachbildung und es soll mich nur glauben machen, dass es der gleiche Bereich ist. Ich meine, oben durch... Es ist ja letztendlich egal, ob ich jetzt oben oder unten durchgehe. Ach komm, egal was ich mache, es ist sowieso verkehrt. Es ist doch sowieso das Falsche. Wetten? Nein, da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Dann ist es unten? Ja, dann kann man das gar nicht wegsprengen. Das ist der Knubbel, der unten am Ziel dran ist. Lol, ich hab was richtig gemacht. Yes! Das war cool. Das war relativ harmlos weiß gar nicht, was will ich eigentlich sagen, ne? Ihr wisst, es war cool. Simpel und trotzdem hat's mich gekriegt. Ich glaube, er hat noch eins gemacht. Ja, hier. Free Trolls, nur $2.99. Warum lügen meine Titel immer? Und wo sind die Troll-Tags? Das frage ich mich aber auch. Sollte man wirklich machen können beim Erstellen eines Levels. Dass man nicht nur kurz und knackig oder sowas auswählen kann. 1,61%. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das vorherige Level für eine Abschlussrate hatte. Aber 1,61 für ein Troll-Level? Das lässt sich überhaupt nicht sagen. Weil, wenn du jetzt nicht so ein Fan von solchen Troll-Leveln bist, dann wird das halt auch geskippt. Soll ich... Ich war eigentlich eher auf der Schiene, dass ich mir wieder nichts angucke und einfach nur durchrenne. Das war aber in diesem Fall die falsche Lösung. Aber wie hätte es mir denn jetzt geholfen, wenn ich den Schalter am Anfang aktiviert hätte? Nee. Machen wir es halt einfach mal, oder? Oh, ich bleib da einfach nur stehen. Und der Schalter? Keine Ahnung, der hat irgendwie überhaupt nichts zu bedeuten. Und zack. So wird's gemacht. Ich habe noch nicht mal gesehen, was da rausgekommen ist. Um ehrlich zu sein. Ich habe es nicht gesehen. Soll ich das jetzt mal abwarten? Ja, will ich. Ein fetter Knochenfisch. Also nicht. Moment, habe ich jetzt den Schalter gedrückt oder nicht? Kann mich nicht mehr erinnern. Killt das einen eigentlich, wenn man jetzt hier zum Beispiel unter den Wolken stehen bleiben würde? Okay, man drückt ihn nicht. Nein! Pilz, Leben. Warum sollte man sich nicht einen Pilz gönnen? Das frage ich euch jetzt einfach mal. War das richtig? Es war richtig, denn sonst käme ich ja nicht durch diesen Eiszapfen. Es hat einen sogar angezeigt, dass da ein Eiszapfen... No, was soll ich tun? Ach so! Ja, man überlebt tatsächlich. Sobald der Fisch aufgelöst wird, sobald er gesprengt wird, kann er einen nichts mehr anhaben. So, was war jetzt hier das Problem? Ach ja, genau, die fiesen Trolls. Also geht die Schlange wirklich nirgendwo hin? Außer in dieses Loch? Tatsache. Also ich finde das faszinierend, wie die einen wirklich dazu kriegen,
immer die falschen Entscheidungen zu treffen. Kann man das überhaupt treffen, wenn es da blockiert ist von so einem One-Way? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Jetzt sehe ich erst, dass ich mich selbst eingesperrt habe. Das hat den Eindruck gemacht, als müsste man da einfach nur an den Wolken seitlich vorbeilaufen und wäre dann wieder frei. Aber nö. Einfach nichts beachten. Einfach nichts beachten. Was soll mir das denn sagen? Ich aktiviere diesen... What? Wieso? Alles klar. Beim Versuch, dem Troll zu entgehen, habe ich ihn erst ausgelöst. So, das hätte ich gleich machen sollen, mich da zerquetschen lassen. Ich bin immer noch am Anfang. Ich krieg nicht mal einen Checkpoint zustande. Jetzt weiß ich, wo die Abschlussrate herkommt. Es gibt wirklich keinen Grund, hier irgendwo anzuhalten, oder? Es gibt echt keinen Grund. So, was mache ich jetzt? Auch wieder gar nichts? Einfach weitergehen? Weder den Block noch das Blatt beachten? Ja, offensichtlich! Hi. Auch hi. Die 50er Münze. 100 pro ein Troll. Hallöchen, Wiggler! Also der Stern, der lacht mich ja schon ein bisschen an. Ich befürchte nur... Ja, da kommst du nicht unten durch. Ich bin zu langsam für die Trolls. Also gut. Was machen wir hier? Es sieht komisch aus. Yeah. Tschüss, Kamek. Er hat mir ja jetzt beigebracht, dass man unter diesem Wickler nicht durchlaufen kann. Was ist, wenn ich hier... Ach, das geht nicht. Man kann da nicht reinspringen. Doch, kann man. Auf sehr lustige Art und Weise. Eine Tür, auf die zwei Pfeile deuten. Habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Bock drauf. Ich nehme die hier. Und das war... Hi, bye. Oh, ich bin am Leben. Hä? Was ist das hier? Warum existiert das? Jetzt gucke ich halt doch mal hier rein. Auch wenn da... Ah, da ist eine Kanone. Ja. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Was hier drin? Uah. Also gut, dann gehe ich eben durch die Tür mit den zwei Pfeilen. Das fühlt sich nicht gut an. Moment. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Man kann nicht in die Röhre rein. Man kann nicht in die Röhre rein. Geduld hätte sich in diesem Fall mal wieder ausgezahlt. Deswegen auch dieser Effekt. Der soll einen quasi sagen... Chill. Bleib ruhig. Du musst nichts tun. Und dann... Nein. Wenn ich mich nicht alle 20 Sekunden oder jedes Leben selbst daran erinnere, dass ich mir nichts anschaue, sondern einfach nur weitergehe, dann vergesse ich es wieder. Und wenn da irgendwie so eine große Münze ist, dann... Sie ist zu verlockend. Sie ist zu verlockend. Die normalen Level trainieren einfach zu viel darauf, dass man die einsammelt. Warum sollte ich da zu diesem Clowns-Card gehen? Okay, ich stelle jetzt mal die Vermutung an, dass das Ziel hinter dem Ding versteckt ist. No! Diesmal nicht. Da ist doch dieser schwarze Bereich und alles, aber... Ich bin zu intelligent für diese Level. Hier hinter kann es ja wohl nicht sein, oder? Nee. Rennen. Münze ignorieren. Pflanze hochklettern. Oh Gott, was soll ich tun? Nein! Da kommt halt noch ein Blatt runter und... Nein! Schieß halt das Ding. Das bleibt aber wahrscheinlich da stehen, oder? Nee. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Das fliegt tatsächlich bis dahin vor die Röhre. Jetzt interessiert es mich aber echt. Kommt man hier durch, indem man die ganze Zeit einfach nur rennt? Ja, es ist halt echt so, ne? Das ist übergreifendes Thema. Oh, noch ein Checkpoint! Und das kriegt er irgendwie auch immer hin. Einen sofort danach zu töten. Lol, wo kam der denn jetzt her? Das ist wieder so einer, der exakt darauf abgetimt ist, wenn man hier ein bisschen zu schnell durchläuft. Wenn man sich zu selbstbewusst fühlt. Hallo, Bob-Omb. No! Hä? Was bringt's? Ich meine, die Pflanze stand ja vorher auch schon auf der Röhre. Oder kann man... Würde das bei der jetzt funktionieren, weil die Piranha-Pflanze kein festes Objekt ist? Wahrscheinlich. Nein! Ja, eigentlich egal. Auf der einen Seite muss ich halt jetzt ein bisschen länger warten, aber es kommt ja trotzdem. Nur nicht zerquetschen lassen. So. Uff, es klappt tatsächlich. Zum Glück ist man unverwundbar. Ich bin schnell. War das eine gute Idee? Hier stecke ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen fest. Ja, natürlich, natürlich. Diesmal hätte ich stehen bleiben müssen. Sonst immer rennen, diesmal stehen bleiben. Ich brauche ja die Feuerblume, damit ich da durchkomme. Da muss man schon sehr gefährlich nah ran. Also, wir nehmen das. Es sieht halt im ersten Moment so aus, als würde es sich um Piranha-Pflanzen handeln, die da oben aufgestapelt sind. Sehen die nicht sogar genau gleich aus? Nee, die haben andere Blätter. Ich schaue mir wieder nichts an. Er wollte jetzt einmal, dass ich stehen bleibe. Das war wirklich die Ausnahme. Hilfe, Hilfe! Will ich das hier aktivieren? Warum nicht, ne? Auch wenn ich da oben nur einen Weg sehe, der hoch zur Säge führt und sonst gar nichts. Warum sollte man da eine Möglichkeit haben, sich umzubringen, wenn das nicht ein Softlock ist ansonsten? Oder er will, dass ich genau das denke. Möglich wär's. Ich gehe da hoch und versuche das hier aufzusprengen. Und es passiert. Es passiert tatsächlich was! Ups. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? Die gehen ja eh kaputt. Oh, ich hätte die dazu benutzen müssen, mich klein zu machen. Denn jetzt komme ich wieder nicht an diesem Block vorbei. Oh! Cheese? Betrug? Oh, okay. Ich hätte mich erst hier runterfallen lassen müssen und dann das Pow aktivieren, denn das zerstört ja nur Gegner, die im Bildschirm zu sehen sind. Was steht denn da? CN? CNR? Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ob ich es nochmal gleich versuchen soll, wie gerade eben? Oder ob ich mich halt diesmal treffen lassen soll, so wie es anscheinend gedacht ist. Ich glaube, ich versuche nochmal groß durchzukommen, weil das wäre ja schon ein Riesenvorteil. Nö. Ja, aber man slidet da so einfach durch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er das übersehen hat. Bamski. Komm ich... Er hat's auch nicht übersehen. Oder er hat's doch übersehen, denn ich hab... Oh, Gott sei Dank. Es gibt eine Möglichkeit, sich umzubringen. Moment mal. Okay. Oh, nein, 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 nein. Diese versteckten Eiszapfen, die können so tödlich sein. Was war denn hier jetzt eigentlich der Troll? Wieso frage ich überhaupt? Jetzt muss ich warten, bis das kommt, oder? Ja. Ach, da steht Karl. Ist das Level für Karl? Karl Sagan 42 gemacht worden? Lässt er mich hier echt warten, bis ich endlich sterben darf, oder? Weil wenn ich halt auf Neustart gehe, dann muss ich das Level komplett von vorne anfangen. Es muss also eine Möglichkeit geben zu sterben. Bring mich um! Bring mich doch bitte um!
Da kommt's. Wenn es jetzt wieder an mir vorbeifliegt, ich schwör. Danke! Mit anderen Worten, es gibt keinen Grund, das Power-Up zu behalten, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas Grundlegendes übersehen? Nee, man bringt so oder so nicht... Nein, nicht da rein, nicht da rein! Jetzt hätte ich es fast wieder verkehrt gemacht. Kann man den Typen hier irgendwie überleben? Oder soll ich... Also das bringt schon mal nichts. Tatsache, man kann einfach durch den durchlaufen. Was hat denn der für eine Hitbox? Nein! Na, Was ist das denn? No! Ist da jetzt überall einer drin? Nein? Ich bin irgendwie nicht so richtig davon überzeugt, den hier auch noch zu aktivieren. No! Wie kann man nur so dämlich sein? Also das hier ist gar nichts? Oder brauche ich das später noch? Egal. Jetzt versuche ich erstmal hier dran vorbeizukommen. No! Ich kann die Dinger nicht abschätzen. Wenn die an irgendwas hängen bleiben, ne? Man sieht das echt nicht, wo die hingehen. Ich glaube, ich kann hier einfach... Ja, ich kann hier einfach stehen bleiben und warten, bis das Teil an mir vorüberfliegt. Das war eine Panikreaktion. Das war bestimmt das Falsche. Ganz schnell überlegen. Es könnte das Ziel... Kann es das Ziel sein? Sieht das Ziel so aus im Wolkenthema? Ich meine, da drüben steht Checkpoint 1. Da will ich nicht hin. Und da drüben kann ich maximal sterben. Also, es ist das Ziel. Das war schlecht versteckt. Hätte es irgendwie eine größere Bestrafung drohen sollen, wenn man nach rechts geht. Aber es war super cool. Gratis Trolls für 2,99. Er lügt. Sehr nice. So, ich war eigentlich drauf und dran, noch ein weiteres Level zu spielen, das ich gefunden hatte. Aber mir ist gar nicht aufgefallen, wie die Zeit schon wieder verflogen ist. Das geht in diesen Troll-Leveln wahnsinnig schnell. Deswegen beende ich das für dieses Mal. Aber das Level, das ich gemeint habe, spiele ich dann auf jeden Fall auch noch irgendwann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.